herzlich willkommen zum Zero Project Unternehmensdialog, heute in Kooperation mit dem ORF. Wir starten heuer ins neue Jahr der Zero Project Unternehmensdialoge. Eingeladen sind wir beim ORF am Königlberg, der auch zeigen wird, dass er als Arbeitgeber Menschen mit Behinderungen eine sinnvolle Beschäftigung gibt. Inklusion ist ein ganz wichtiges Anliegen für den ORF. Es ist ja einerseits gesetzlich vorgegeben, aber es ist für uns viel, viel mehr. Wir sind ja am Weg zum ORF für alle und daher ist natürlich Inklusion auch besonders wichtig. Zu Beginn meiner journalistischen Tätigkeit, wenn wir über Menschen mit Behinderung berichtet haben, dann waren das Opfer, Leidtragende und Bittsteller und Bittstellerinnen. Und das hat sich eigentlich deutlich verändert. Heute reden wir über selbstbewusste Teilhabe am Leben in allen Bereichen. Da ist wirklich vieles passiert, wo man einfach Ansprüche in Gesetzen formuliert hat, die Menschen mit Behinderung einen gleichberechtigten Zugang zum öffentlichen Leben ermöglicht. Dann nachher in der Sprache finde ich deswegen wichtig, dass man eben Zeit, Menschen bewegen können, auch einen Job haben, also so wie ich, also das ist daran, einen Wunschjob zu verwirklichen. Ja. Ich finde es wichtig, dass wir auf das schauen, was wir können, auf die Talente und nicht auf die Fehler, auf das Manko. Und das ist der Schlüssel. Es ist sinnvoll, Menschen zu sehen mit ihren Talenten, mit ihren besonderen Begabungen. Es braucht wirklich nicht viel und das, was es braucht, ist für beide Seiten wertschöpfend. Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung bringt für das Unternehmen einen tollen Mehrwert. Und genau das zeigen unsere Beispiele heute. Das Neurodiverse-Team macht die Prüfung der Arbeit des neurotypischen Teams, was auch eine Aussage für sich selbst, glaube ich, ist, weil das Qualitätsniveau so hoch ist. Ich war direkt nach meiner Ausbildung auf Jobsuche. Dann wurde mir aber die Stelle bei der AFB empfohlen. Ich habe mich darauf einmal beworben und ich glaube, nach 2 Tagen habe ich einen Anruf bekommen. Es freut uns immer wieder, wenn wir hier als Best Practice Beispiel genannt werden. Wir machen das im Grunde mit 50% Mitarbeitern mit Beeinträchtigung und tagtäglich beweisen, dass gelebte Inklusion in einem Unternehmen überhaupt kein Wettbewerbsnachteil sein muss. Mein großes Learning war, dass es wirklich keinen Bereich gibt, wo es nicht Sinn hat, auf Inklusion zu setzen. Ich habe einen sehr schönen Satz des Behindertenaktivisten Raul Krauthausen gefunden, der sagt, jeder nicht behinderte Mensch hat das Recht darauf, mit Menschen mit Behinderung zu leben. Und ich finde, da steckt alles drin. Wenn wir das tun, dann gelingt uns ein Miteinander auf Augenhöhe.